Beuys, Brock, Vostell. Drei bedeutende deutsche Aktionskünstler der Nachkriegsmoderne werden erstmals zusammen in einer groß angelegten Schau gezeigt. Die befreundeten Künstler Joseph Beuys, Barthelm Brock und Wolf Vostell traten vor allem in den 1960er Jahren bei bedeutenden Aktionen und Ausstellungen gemeinsam auf. Die drei Aktionskünstler schufen auf ihre Weise einflussreiche sowie stilbildende Positionen der Performativität und waren dadurch an der Bildung des erweiterten Werkbegriffs beteiligt, etwa der Skulptur als Handlung oder der Einbeziehung des Publikums in die künstlerische Arbeit. Ihr gemeinsamer thematischer Schwerpunkt war die Auseinandersetzung mit dem Zweiten Weltkrieg. Eine weitere Parallele bildete die Erfindung der Lehre als Aufführungskunst. Im Mittelpunkt dieser künstlerischen Lehre standen das Vermitteln und Aufklären, das Agieren und Agitieren sowie das Diskutieren und das Demonstrieren. Beuys stand natürlich für die Pädagogik, Vostell stand für die wunderbare Art der Propaganda, das heißt der missionarischen Überzeugung von Menschen, und ich hatte den Part der Polemiken. In Deutschland ist das natürlich die schlechteste Rolle, die man haben kann. Polemik ist in Deutschland ganz im Unterschied zum alten Griechenland sehr verpönt. Durch Aktionen, Bilder und Reden sollte eine Bewusstseinsveränderung des Betrachters ausgelöst werden. Diese sollte zum übergeordneten Ziel, nämlich der radikalen Emanzipation des Individuums, führen. Im Fokus der Aktionen und Demonstrationen von Joseph Beuys, Barthelm Brock und Wolf Vostell stehen die Zivilgesellschaft und die Demokratie. Nachdem sich die Künstler in den 1950er Jahren verstärkt auf die Vergangenheit, insbesondere den Holocaust, konzentrierten, stellte in den 1960er Jahren der Entwurf sozialer Utopien ihr gemeinsames Anliegen dar. Der Weg dorthin wurde allerdings sehr unterschiedlich beschritten. Durch die erstmalige gemeinsame Präsentation der drei verschiedenen Positionen ermöglicht das ZKM eine neue Perspektive auf die performativen Künste.